Hallo zusammen, heute zeigen wir euch einen Entsafter der Firma Usenet. Los geht's nach dem Intro. Finito. Nun habt ihr schon mal gesehen, wie man ihn zusammenbaut, nachdem ihr ihn benutzt und gereinigt habt. Jetzt zeigen wir euch das gute Stück mal in Action. Wir haben einen Auffangbehälter von fast 400 Milliliter Flüssigkeit. Das ist schon mal einiges. Das werdet ihr gleich mal sehen, was man hier so aus ein paar Äpfel oder Trauben rausholen kann. Das Produkt an sich schon mal vorneweg gibt es bei Amazon zu kaufen. Den Link tun wir euch natürlich in die Infobox packen. So könnt ihr da schon mal gucken, was er aktuell kostet. Der ist immer mal im Angebot, auch mit Rabattgutscheinen zu haben. Es ist schon mal unser erster Eindruck, ein sehr kleiner, kompakter Entsafter, der wirklich in der kleinen Küche auch Platz findet, im Gegensatz zu anderen etwas größeren. Natürlich hat er jetzt einen kleineren Auffangbehälter oder nicht so viel Power, aber das sind dann halt auch einfach so die Kompromisse, die man eingehen muss. Wir testen das gute Stück jetzt mal für euch. Zum Öffnen einfach nur den Sicherheitsbügel nach vorne ziehen und dann kommt ihr auch hinten auf den Auffangbehälter dran, wenn der dann voll ist, um den natürlich zu leeren. Hier könnte man jetzt auch natürlich eine Tüte oder sowas reintun, damit die Reste nicht direkt sich hier drinnen sammeln, sodass man einfach nur die Tüte raustut und wegschmeißt. So müsste man ihn jetzt halt reinigen, aber das machen wir jetzt einfach mal. Wichtig ist, er funktioniert nur, wenn der Bügel oben ist. Dann wird nämlich hier ein Schalter festgedrückt, sodass man sich aus Sicherheitsgründen auch nicht die Finger oder andere Sachen ins Messer geraten. Also vom Sicherheitsstandard her ist das schon okay. Beim Auffangbecher haben wir ein, ich sage jetzt mal eine Trennscheibe drin, die dann, wenn der Saft drin ist, den Schaum zurückhält und nicht in euer Glas laufen lässt. Und natürlich auch ein schöner Deckel, dass erstmal alles drin bleibt. Das schön drunter stellen und dann geht es auch gleich los. Ich schneide jetzt mal ein bisschen Obst. Festes Obst solltet ihr immer auf Stufe 2 entsaften, weiches Obst auf Stufe 1. Das ist auch sehr gut beschrieben in der Anleitung, was zu was zählt. Klar ist natürlich, wenn ihr irgendwelche feste Kerne habt, die natürlich vorher zu beseitigen oder auch bei Obst, zum Beispiel bei Orangen oder Zitronen, die Schale abzumachen, sonst könnte es etwas zu bitter sein. Wir machen jetzt erstmal einen Orangensaft. Den schäle ich kurz mal die Orangen vor. So. Geht gleich los. Wenn ihr leckere Rezepte habt an Säften, die man zusammenstellen kann, könnt ihr die auch ruhig posten. Dafür ist bestimmt euch jeder sehr dankbar, wenn man da mal so euren Geschmack trifft. Wir bleiben jetzt eher mal beim Standard. So. Schneiden wir hier so drei Orangen. Am besten ist natürlich auch, wenn ihr Bio-Obst nehmt. Ja, gerade so bei den Obst, wo ihr dann die Schale dran lasst, ist das natürlich besser bekömmlich. Natürlich vorher das Obst gut waschen. Das haben wir bereits getan, damit ihr jetzt hier nicht so lange warten müsst. Und dann legen wir auch gleich los. So, dann kommen schon mal die ersten Stücke rein. Wir machen es jetzt schon mal an. Ihr habt natürlich hier auch noch eine Presse mit dabei, dass ihr das schön ein bisschen nachstopfen könnt. So, das waren jetzt gerade mal drei kleine Orangen. Schon mal das erste Ergebnis. Was machen wir noch dazu? Machen wir noch ein bisschen Karotte dazu. Also eine große Karotte. Das könnte ganz gut passen. Ach, ich hatte hier noch ein Stückchen Orange. Hoppala.
Das kommt auch, hoppala, auch noch mit rein. Ihr solltet auch immer etwas kleinere Mengen reintun, damit ihr das Maximum natürlich an Flüssigkeit rausholen könnt. Ich schneide gerade hier nochmal Anfang und Ende ab von der Karotte und dann schauen wir mal an, was jetzt passiert. So, da hätten wir jetzt schon mal einen schön leckeren Karotten-Orangensaft. Füllen wir gerade mal in ein Glas um und dann machen wir noch mal einen anderen Saft. So, da läuft noch ein bisschen was nach. Stelle ich gerade ein Glas drunter. So, sieht schon mal sehr, sehr gut aus und es duftet auch wahnsinnig gut. Ja, und da habt ihr schon einen schönen Frühstückssaft. Ja, Schaum ist zurückgeblieben, ein bisschen ist jetzt mit drauf gekommen, aber ein Großteil ist jetzt hier noch im Behälter drin. So. Wir machen gleich weiter mit einem Apfeltraubensaft und dann hauen wir auch noch eine Pflaume rein. Den Apfel auch einfach nur ein bisschen vorschneiden, aber den könnt ihr auch fast bei kleinen Äpfeln auch komplett reinwerfen. So, machen wir mal an. So, ihr seht schon, der eine Apfel hat fast nicht reingepasst. Wir haben hier oben eine Öffnung von 65 mm. Ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig groß. Da gibt es bestimmt Konkurrenzprodukte, die einfach größeren Behälter haben. Hier kann man das Obst einfach mal klein schneiden und ich denke, ist auch gut. So, jetzt haben wir hier einen Apfel noch ein Stückchen. Das mache ich auch noch rein. Und dann machen wir noch ein paar Trauben dazu. Das sind natürlich kernlose Trauben. So. Und los geht's. Ja, da muss man schon ein bisschen fester drücken. Der Apfel war ein bisschen fester. Jetzt machen wir noch eine schöne Pflaume rein. Wie gesagt, Kernobst, den Kern vorher entfernen. Sonst habt ihr nicht lange Freude mit dem Entsafter. Dann ist das Messer gleich durch. So. Und dann sind wir mal gespannt auf den Geschmack. So, auch immer ein bisschen nachlaufen lassen. Da kommt nämlich immer noch ein bisschen was raus, nicht dass ihr euch eure ganze Arbeitsfläche dann zu sehr zusaut. Aber das war es jetzt hier auch. So, ich habe ihn vorher nicht gereinigt, das sollte man natürlich machen. So, und dann habt ihr auch noch einen schönen zweiten Saft von uns gesehen. Ich zeige euch jetzt auch mal, wie voll der Tresterbehälter ist. Genau, aus ist er, passieren kann nichts mehr. Das ist jetzt das Ergebnis von den zwei kleinen Säften. Ist schon ein bisschen was zusammengekommen. Das könnt ihr natürlich jetzt auch idealerweise auf euren Komposthaufen. Ansonsten, wenn ihr dafür keine andere Verwendung habt, natürlich in den Biomüll. Dort ist es dann richtig aufgehoben. So kann man natürlich auch aus etwas älterem Obst, was man nicht mehr frisch essen, was man nicht mehr essen möchte, dann natürlich nicht noch einen genialen Saft machen. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und es war eine schöne Anregung für euch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut!